Wenn alles aus den Fugen gerät, ist das ein Zeichen dafür, dass man einen Unternehmer benötigt. Wir brauchen dann sogar eine Menge Unternehmer, weil wir ein neues System aufbauen. Das Interessante bei diesen Social Entrepreneurs ist, sie fühlen sich halt zuständig. Ja? Sie warten nicht, bis irgendjemand anders kommt und sagt, ich mache das jetzt mal für euch, sondern sie fangen an. Und diese Chance sollten wir nutzen. Die braucht eine Gesellschaft. Das sind Künstler, die auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Das sind Unternehmer, die auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren. Und natürlich brauchen wir auch so etwas, diese Qualität, auf soziale Veränderungen zu reagieren. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit denen in althergebrachter Weise nicht mehr fertig werden. Neue Ansätze entwickeln, die wirklich bahnbrechend sind. Bill Drayton lebt und arbeitet in Washington. Der ehemalige McKinsey-Unternehmensberater wird zu den 25 wichtigsten Wirtschaftslenkern in den Vereinigten Staaten gezählt. Seine Vision ist eine starke Zivilgesellschaft und diese ständig durch Einzelne zu erneuern. Er hat Ashoka vor 25 Jahren gegründet. Er wollte Menschen helfen, die sich einmischen. Wir suchen bei Ashoka Unternehmer mit solchen Ideen, die bestehende Muster verändern können. Ihnen ermöglichen wir, ihren Job aufzugeben und sich hauptberuflich ihrer Vision zu widmen. So können sie ihre Vision in zwei oder drei gesellschaftlichen Bereichen umsetzen und verbessern, bis sie eine funktionierende Organisation haben. Damit bekommen sie den Beweis, dass es so geht und können weiter überlegen, wie sie die gesamte Gesellschaft mitnehmen könnten. Social Entrepreneure sind vor allem Vorbilder. Wenn andere das schaffen, schaffe ich das auch. Ihre Ideen rütteln auf, weil sie gegen die Vorstellung angehen, dass sich die Dinge ja eh nicht ändern lassen. Die Art und Weise, wie die Gesellschaft bislang organisiert ist, mit einigen wenigen, die über alle anderen regieren, die Welt der wenigen Akteure, die einst von einer Agrargesellschaft mit geringen Überschüssen geschaffen wurde, kann nicht mehr funktionieren. Es ist wie mit den Dinosauriern und ihrem kleinen Gehirn. Der Dinosaurier mit dem erbsengroßen Gehirn kann einfach nicht mehr reagieren, noch selbst mit eigenen Ideen zu der sich verändernden Welt beitragen. Für die Neugestaltung, ob das nun durch ein Unternehmen, durch eine Stadt oder ein Land geschieht, ist der Schlüssel zum Erfolg der Anteil an Menschen, die Veränderungen in dieser Gemeinschaft in Gang setzen und wie gut sie zusammenarbeiten. Und das ist heute möglich, das ist zum Greifen nahe. Wir können heute Unternehmen gründen. Wenn in Bangladesch islamische Frauen unter völlig für uns unvorstellbar schlechten Bedingungen Unternehmerinnen werden können, dann gibt es überhaupt keinen Grund, dass wir das nicht auch können. Und diese Chance einer breiten unternehmerischen Gesellschaft, die mit Ideen den alten großen Unternehmen sozusagen die Macht abjagt, in einem friedlichen Sinne, in einem wirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Sinne, das sehe ich als das Projekt der Zukunft. Der Staat hat eine klar definierte Rolle. Eine pädagogische Rolle und die Aufgabe zu handeln. Aber ich sollte mich als Individuum nicht darauf ausruhen. Wir glauben immer noch, wir müssen die Automobilindustrie retten oder wir müssen die Elektroindustrie retten oder demnächst die Computerindustrie. Wir haben diese Fragen eigentlich noch nicht gestellt. Wir glauben immer noch, dass wir unbedingt Wachstum brauchen, um unsere Probleme zu lösen. Also ich kann mir auch eine Ökonomie vorstellen, die mit schrumpfendem Bruttosozialprodukt mehr Wohlstand erzeugt. Also Wohlstand hängt nicht unbedingt an Waren. Das wissen wir auch längst. Glück hängt nicht an Waren. Geborgenheit hängt nicht an Waren. Kunstverständnis hängt nicht an einem wachsenden Warenberg. Also alle diese postindustriellen Bedürfnisse hängen nicht daran, dass wir die Welt mit noch mehr Waren vollstellen, sondern es hängt eher daran, dass wir ein anderes Verständnis bekommen, dass wir einen anderen Zugang bekommen, dass wir sowas wie Glück, Geborgenheit, Freundschaften, Sinn anpeilen. Und das geht nicht notwendigerweise über einen größeren Warenberg. Dann kommt eine weitere Person oder eine weitere Gruppe hinzu, die den nächsten Schritt sehen und wieder eine weitere Gruppe und so weiter.
So entstehen grundlegende Veränderungen. Wenn wir anschauen, wie viele Probleme wir heute haben, zu denen wir teilweise noch keine Lösungen haben oder zumindest noch keine umgesetzten Lösungen, dann wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Innovationen auch im gesellschaftlichen und im Umweltbereich fördern. Und so wie Unternehmen vielleicht die Innovation in der Wirtschaft einführen, sind Social Entrepreneure die Innovatoren für die Gesellschaft. Und wir hoffen eben, dass wir durch die Anerkennung, die Social Entrepreneure bekommen, diese als festen Bestandteil in der Gesellschaft verankern können. Die nächsten 5 Jahre werden die vielleicht wichtigsten in der Geschichte der Menschheit seit der landwirtschaftlichen Revolution werden. Wir werden den Übergang erleben von einer Welt der wenigen Akteure zu einer Welt, in der jeder theoretisch und praktisch in der Lage ist, verändernd einzugreifen.